So, grüezi miteinander. Ich hoffe, ich passe trotzdem ein bisschen hierher, obwohl ich mit Apple jetzt eine kleine Präsentation mache. Also, zuerst ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Thomas Strähl. Ich bin hauptberuflich, also 40%ig als PICT engagiert in einer Schulregion, das Äußere Wasseramt, Kanton Solothurn. Das sind möglicherweise 50 Klassen, 600 Schüler, ungefähr so. Ich möchte euch heute einen kleinen Einblick geben zum Thema OwnCloud, wie wir die nutzen bei uns. Weil wir haben folgendes Problem. Das heißt, ich zeige das anhand des Primarschule Bolken. Das ist eine Schule von dem Schulverband. Ihr könnt das da kurz entnehmen, die Ausgangslage, die wir haben. Und da seht ihr schon, was ich antönen möchte. Nämlich, wir haben seit 8 Jahren den Lernstick. Wir sind mit dem Lernstick unterwegs. Und aktuell das Debian 9. Und wie ihr alle wisst, da produzieren wir Daten. Seit letztem Jahr haben wir iPads. Oh, Schande, möglicherweise. Aber, wie soll ich sagen, wir sind natürlich einfach bestrebt, für den Unterricht gute Sachen zu platzieren, das sich auch nutzen lässt. Und jetzt das Problem ist bei uns natürlich gewesen, ja gut, wie kriege ich ein iPad-Bild in den Lernstick hinein? Das ist ein Problem. Oder wie kann ich meiner Klasse eine Anleitung verteilen vom Lernstick auf die iPads? Ihr seht schon, da gibt es Formatprobleme. Die verstehen sich nicht, Pages zum Beispiel. Das kann ja nur Apple lesen. Also, da sind wir mittendrin und unsere Lösung ist jetzt natürlich die iCloud. Nein, nicht die iCloud, Entschuldigung, die OwnCloud. Okay. Also, die Idee ist ja sicher nicht neu. Da bin ich mir sicher. Aber ich möchte euch einfach diese Idee weitergeben. Wir nutzen unsere OwnCloud als Austauschplattform. Also nicht als Speichercloud, sondern einfach als einfache Austauschplattform. Das sieht ja so aus, das ist ja völlig klar. In die OwnCloud geben wir unsere Daten vom iPad und vom Lernstick aus, das ist klar, und von dort ist es dann für unsere Klassen einfach verfügbar. Die Installation ist denkbar einfach, das ist ja klar, ein Server. Die OwnCloud ist für uns auch wichtig gewesen, weil wir nicht unbedingt bei den großen Clouds mitmachen wollen oder nicht vollumfänglich, also mit Google oder Apple sowieso. Da sind wir ja schon ein bisschen mit einem Bein drin, aber unsere Daten, die wollen wir eigentlich bei uns haben. Das war wichtig, darum die OwnCloud auf einem privaten Server in der Schule oder jetzt wir bei unserem Technikpartner. Das Gute bei OwnCloud ist natürlich, da hast du die Clients für alle Plattformen. Es gibt auch eine App für das iPhone und möglicherweise für Smartphones anderer Marken. Pro Schule haben wir einen Account und pro Klasse einen Ordner. Und so sieht das dann aus. Auf dem iPad unten haben wir den Client, den darf ich jetzt starten. Was ihr hier seht, ist meine private OwnCloud. Damit arbeite ich Tag für Tag. Und unten ist jetzt für meine 4. Klasse ein geteilter Ordner mit Daten drin. Also man kann das auch kreuz und quer teilen und so kann ich eigentlich zu Hause für meine Klasse auch soweit vorbereiten. So. So sieht das dann aus. Das ist der Bildschirm von Debian 9. Und jetzt haben wir hier den OwnCloud-Ordner, bereits auf dem Desktop. Dann gehen wir in den persönlichen Ordner rein, dort finden wir den auch wieder. Also das ist der Synchronisationsordner. Wenn ich den öffne, habe ich alle meine Klassen. Von der 1. bis 6. Klasse und die 4. Klasse, da seht ihr, da sind jetzt auch diese Daten drin. So sieht das aus.
Das ist für uns eine gute Möglichkeit, hin und her zu schieben und das leidige Thema von verschiedenen Formaten, die sich nicht verstehen, oder eben die Plattform, dass wir das möglichst gut oder einfach handeln können. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Sehr schön. Eine kleine Anschlussfrage, geht das auch mit der Nextcloud? Mit der Nextcloud? Ja. Verstehe ich nicht ganz. Aha, das ist die nächste Cloud, genau. Nein, es ist einfach ein Fork von der OwnCloud und heute entwickeln ganz viele Leute eigentlich nur noch bei der Nextcloud weiter. Aber dann wird es wahrscheinlich auch gehen. Hm? Ich hoffe. Sehr gut.